den Schönhauser Aleakan geht es an diesem Wochenende sportlich zu. Dort gastiert die Toyota Argo X Parcours Tour, bekannt aus der RTL Ninja Warrior Show, aus der das Eventformat entstand, Parcours für jedermann. Ja, wir sind hier bei der Argo X Ninja Tour und zwar haben wir hier einen portablen Parcours, mit dem reisen wir durch die Städte durch, damit das jeder mal kennenlernen kann, selber ausprobieren kann. Ja, und in manchen Städten gibt es halt keine Hallen dafür und deswegen sind wir hier, um das Ganze mal publik zu machen. Ja, und diesen Platz für den Tourstop in Berlin haben die Schönhauser Aleakan möglich gemacht. Ja, also wir freuen uns sehr, Kunden unseren Anwohnern hier im Kiez ein so tolles und sportliches Event, wie man sieht, bieten zu können. Wir finden halt, Gesundheit und Fitness ist halt wichtig. Es fangen die Ferien an und wenn es darüber hinaus noch Spaß macht, wie man sieht, freut uns das natürlich sehr. Und wir denken auch, dass wir einfach Kunden und Anwohner gleichermaßen, egal welchen Alters, mobilisieren wollen, an dieser schönen, tollen Trendsportart einfach mitzumachen und sich hier auszutauschen. Also wir sind ja nicht nur Shoppingcenter, sondern auch Ort der Begegnung und der Vernetzung. Und das können wir mit dem Event ganz gut beweisen und wir freuen uns einfach, dass wir so viel Spaß in den Kiez bringen können. Was für Hindernisse es gibt, erfahren wir jetzt. Hindernisse für quasi Ganzkörper, wo man die Spannung halt eben halten muss, eben rüberrutschen, so wie die Walzen da vorne. Eben auch Schnelligkeit gefragt, viel Griffkraft ist hier auch ebenso gefragt. Und wenn du eine allgemeine Fitness hast, dann kommst du hier gut weit. Man muss natürlich immer noch ein bisschen Technik üben, alle Hindernisse ein bisschen ausprobieren. Dafür sind wir hier 3 Tage. Heute ist nochmal ausprobieren. Jeder kann kommen. Ich habe es auch schon ausprobiert. Ich lade jeden ein, hierher zu kommen. Es ist kostenfrei. Morgen ist es halt, gibt es eine kleine Startgebühr und es gibt einen Kids-Wettbewerb und für Erwachsene, wo man sich halt auch für ein Finale qualifizieren kann, wo man auch einen Toyota Argo X gewinnen kann oder auch Shopping-Gutscheine. Ui, das klingt vielversprechend. Und was passiert genau am Turniertag? Also wir haben für die Kids 2 Stages, das heißt 2 verschiedene Parcours, die werden umgebaut. Ein normaler Parcours, sage ich mal, wo da jeder grob durchkommt. Und dann ein Finalparcours, selbes Spiel bei den Erwachsenen. Ja, und man kann sich dann als Erwachsener fürs große Finale qualifizieren und dann kann man den Argo X gewinnen. Okay, wie sehr bietet sich denn so eine Location an, hier so mitten in Berlin neben einem Shoppingcenter? Bietet sich sehr gut an. Man hat halt viele Leute, die den Sport eventuell, also wir hatten schon wieder einige, die den Sport gar nicht kannten oder so weiter, die sich informieren wollten, die vorne einfach hingekommen sind, gefragt, was macht ihr eigentlich hier? Und dann kennen halt viele die Show quasi im Fernsehen schon und denken sich, oh, das will ich selber ausprobieren und tun es dann eben auch. Ne? Und dann merken sie auch, viele schon wieder heute, die gesagt haben, so ja, das habe ich in der Show gesehen, ja, das ist doch schwerer, als man denkt und doch im Fernsehen sieht es leichter aus. Und dann können sie sich eben hier ausprobieren, ne? Und dann machen sie mit. Heute schon wieder 2, die morgen also beim Wettkampf mitmachen wollen, haben gesagt, sind sie dabei. Ja. Und hier kann man halt viel üben, viel trainieren. Ne? Wie wichtig ist das jetzt, sowas zu bieten den Leuten, den Menschen? Also wir finden es sehr wichtig, gerade jetzt auch in der Zeit und nach den 2 Jahren Corona. Wir freuen uns sehr, dass wir einfach auch wieder da sind und einfach auch den Leuten wieder ein bisschen Freude bringen können. Ja, Freude kann man haben an diesem Samstag. Also auf in den Schönhauser Aleakan. Und macht mit bei der Toyota Argo X Parcours Tour.